sieht der Gang auf dem Laufsteg etwas unbeholfen aus. Doch eine schlechte Figur machen die Volleyballdamen des SV Mauerstetten und die Eishockeyherren des ESVK auf keinen Fall. Kein Wunder, die Sportler verfügen schließlich über Körperbeherrschung. Das hat auch Sonja Lange, verantwortlich für die Choreografie auf dem Laufsteg, sofort festgestellt. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht und die waren einfach sehr gut und mit viel guter Laune dabei. Und das hat mir in erster Linie gut gefallen und das haben Sie ja vorhin gesehen, so bei diesem Einstiegslauftraining, die sind alle sofort stehen geblieben, wenn sie stehen bleiben mussten. Die wussten auch genau, ob sie sich jetzt rechts oder links hinstellen. Also ich finde, ich bin sehr zufrieden, die haben das sehr gut gemacht. Die 19 Sportler trainieren aber nicht nur zum Spaß, auch wenn der definitiv dabei ist. Nein, für sie wird es am 15. September ernst. Dann nämlich sollen die Athleten die aktuelle Trachtenmode bei der ersten Allgäuer Trachtennacht in Kaufbeuren vorstellen. Gar nicht so einfach, wenn man noch nie auf dem Laufsteg gestanden hat. Ihre Trainerin setzt die Messlatte trotzdem hoch. Es sind ja schließlich alles Profisportler. Die größten Herausforderungen sicherlich nicht beim Laufsteg. Also der finde ich, also wenn der wirklich so groß ist, wie wir ihn da aufgeklebt haben, das sind die Maße, die uns gesagt wurden, dann reicht das voll und ganz aus. Die größten Herausforderungen, die wird es geben, dass die Sportler einfach mit der Aufregung, die sie da wahrscheinlich haben, die eine ganz andere Herausforderung darstellt als jetzt ein Spiel, dass sie damit klarkommen. Aber wie gesagt, es sind Sportler, die kommen in der Regel mit Aufregung klar. Ich denke, es wird ganz gut. Ich freue mich schon drauf. Nach dem Laufstegtraining ging es für alle zur Dirndl- und Lederhosenanprobe. Die passenden Outfits wurden schnell gefunden. Einige Sportler durften sogar mehrere auswählen. Alle Varianten entsprechen aber der aktuellen Wiesenkollektion. Also auf Wiesen ist eher das kürzere Dirndl, ganz klar die 60er-Länge, ein Muss und auch richtig mit frechen Farben. Und ansonsten, wenn es gediegener gehen wollen, dann natürlich ein Baumwolldirndl, so ein ganz normales Waschdirndl, so braves, da kommen es eigentlich auch ganz gut an. Herren, ganz klar, kurze Lederhose, freches Hemd in lila, rot, blau, grün, großkariert, das ist natürlich ganz arges Muss. Lederhosen gibt's aber nicht mehr nur für die Herren. Auch bei den Damen setzt sich der Trend immer mehr durch. Ansonsten gilt, großkarierte Hemden, lässige Kombinationen und Mut zur Farbe. Ja, sehr stark im Kommen, auch ganz frech mit Flipflop und Blusen oder auch bloß Top. Das ist auch ganz aktuell bei den Damen. Kommt alles ganz groß. Oder auch die Petticoats, haben wir ja auch einen dabei. Bei den Dirndl ist auch ganz aktuell. Also ist schon Wiesenschrei hoch 3. Also sowas kommt auch ganz gut an. Der Gang auf dem Laufsteg, der am Anfang noch etwas unbeholfen aussah, wirkt jetzt in Tracht schon um einiges selbstbewusster. Bleibt nur zu hoffen, dass die Nachwuchsmodels das auch vor Publikum rüberbringen.